will das haben, denn ich glaube, es sind die Pistolen. Wie soll man da reinspringen? Schräg. Ha! Bist nicht gestorben. Ups, falsche Taste. Nein, das funktioniert auch nicht. Ist das nervig. Und seht ihr, wegen solchen Sachen mag ich Tomb Raider 1 nicht so, weil das halt wegen dem Speichern. Das ist halt, naja. So, wenn man so springt, fällt sie auch runter. Die arme Frau, was die sich schon alles gebrochen hat. Das ist cool. Hotta. Wieder hoch. Jawohl. Nein. Ja. Ah, das wird die Folge der 1000 Tode. Nein. Soll sich genau andersrum drehen. So springen. Das hat fast gereicht. Nein, das hat nicht gereicht. Mal so ein bisschen von hier aus. Und nein. Nein, warum geht das denn nicht? So vielleicht. Das nervt mich, habe ich das schon mal gesagt? Eine Sache könnten wir allerdings noch probieren. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das funktioniert oder ob wir da jetzt noch hinkommen. Doch, schaffe ich. Toll. Nein. Nein. Dummes Weib. Ich verschwende hier wahrscheinlich total eure Zeit gerade. Oh, wirklich? Ah. So. Stehst du jetzt, ja? Du stehst. Rückwärts. Gut. Wieso, Lara? Wieso? Es ist der Runterknopf, den ich drücke. Runter. Leute, ich drücke wirklich runter. Oh, Lara, wirklich. Kannst du keinen Rückwärtssprung mehr? Kannst du ihn nicht mehr? Hast du ihn nach den vielen Kämpfen ver... Was soll das? Ich... Oh. So. Jawohl. Oh. Aber das könnte klappen. Wenn wir dann nochmal hier ein Save State setzen.
uns ungefähr so positionieren. Rückwärts. Fast geschafft. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Haha! Fuck you, Game! Fuck you all! Und es sind die Scheißpistolen. Ich weiß nicht, ob das der gewollte Weg war. Es ist mir egal, aber ich hab gewonnen. Kommt der nochmal? Nein. Besser für ihn. Endlich. Und wie gesagt, sowas zu holen ist mir wichtig. Und wenn dann das Spiel so ein nettes Speichersystem hat, bei dem jeder dieser Versuche knapp 10 Minuten dauert, könnt ihr euch vorstellen, warum ich sehr froh über die Save States des Emulators bin. Ich mache jetzt aber nicht wieder No Risk, No Fun und springe dann da quer irgendwie rüber, sondern wir machen das einfach auf die normale Version. Version Wegweise, was auch immer. Tut mir leid, dass das so lange gedauert hat. Ich glaube, das waren jetzt 5 Minuten. Immer wieder der gleiche Sprung. Komm mir fast vor, als würde ich Kaizo Mario spielen. Wir haben wieder unsere Steinkrabbler. Da unten ist ein Speicherstein, oder? Oh Gott, ja. Da hoch, darüber. Komme ich nicht auch von hier darüber? Oh. Komme ich da lebend drüber, ist die Frage. Ja, komme ich. Halt dich fest. Ja, immer mit dem Kopf durch die Wand. Das Problem ist, wenn man hangelt, scheint das für die so zu sein, als wäre man da unten. Die versuchen nämlich gerade mich anzugreifen und sonst bewegen die sich ja. Seht ihr, mit welcher Akkuratesse die da auf einen Millimeter kämpfen? Und jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich muss da aber nochmal runter, weil ich da sowieso was machen muss. Hallo? Ah, jetzt bewegst du dich wieder. Ja, das bisschen Leben, was ich geopfert habe, das war es nicht wert. Wir müssen da eh nochmal runter. Denn ich möchte unbedingt den Speicherkristall haben. Ja, zack. Okay. Gut vorgearbeitet. Habe ich gut gemacht. Nummer 3? Nummer 3 hatten wir nicht abgesprochen. Aber Nummer 3 war nie die Rede. Nummer 4? Anyone? Entschädigung für den ganzen, für die Genickschmerzen nach unserer Sprungarie gibt es jetzt noch ein großes Medipack, das ist doch nett. Und sonst hat sich das, ja, was heißt, es hat sich nicht gelohnt. Wir haben ein großes Medipack und einen Speicherstein. Das sind zwei schöne Sachen. So. Ja, ja, ja. So, wir müssen jetzt wahrscheinlich, darüber kommen wir nicht, das heißt, wir müssen den Weg nehmen. Dö, dö, dö. Hoch. Hoch. Bei solchen Konstruktionen gehe ich immer von einer eingestürzten Decke aus, was mich aber zu der Frage bringt, warum hier nach oben eine Decke geführt hat
Und da müssen wir einfach runter. Einfach runter. Oh, kommt mir das bekannt vor. Déjà-vu-Erlebnis. Bisschen zumindest. Ach ja, ich mag es eigentlich nicht, immer die ganzen Tiere zu töten. Ich meine, sie tun mir... Eigentlich ist es ja eine nette Geste, weil, sind wir mal ehrlich, zum einen, die Krokodile haben die Ratte nicht gefressen, seltsam. Und zum anderen, in dieser Gruft, wer weiß, wie lange die hier schon rumhängen, wer weiß, wie lange die hier noch rumhängen. Natürlich kannst du einfach da durchlaufen, natürlich. Wie lange die hier noch rumhängen werden. Und... Hüpf! Ah, es tat schon beim Hinhören weh. Wie soll ich denn da wegkommen? Also, wie? Das verwirrt mich. Ich weiß nicht. Wie komme ich weiter? Oder komme ich irgendwie da? Ist da oben noch ein Hebel? Nein. Wollte ein bisschen schreien. Ein bisschen. Ich glaube, das ist einfach nur der Weg, wie man runterkommt. Hat für uns jetzt keine Bedeutung. Ach, Mann. Oh, ja, natürlich. Und könnt ihr euch vorstellen, warum ich das jetzt gerade wiederhole? Das sind zwei Gründe. Zum einen bin ich nicht davon ausgegangen, in diese Stacheln zu fallen. Zum anderen seht ihr, wie ätzend und unnötig es ist, diese Speicherkristalle benutzen zu müssen. Im dritten Teil haben sie das besser gemacht. Da gibt es auch diese Speichersteine, allerdings ist das ein einsammelbares Item. Und wie wir wissen, kann man einsammelbare Items einsammeln und benutzen, wann man will. Nee, das wäre nur der Weg runter gewesen. Gut. Und dann werde ich wahrscheinlich auch nicht solche Safe States machen wie hier. Höchstwahrscheinlich. Im zweiten werde ich sowieso keine Safe States brauchen, aus dem einfachen Grund, dass man beim zweiten überall speichern kann. Das ist so ein... mein Hochgenuss. So, und was wir jetzt machen, ist ein Safe State. Können wir durch die Tür laufen? Nein. Dann versuchen wir es mit Anlauf. Anlauf funktioniert. Komm wieder her. Aber das mit den Stacheln hier ist fies, das muss nicht sein. So, wo müssen wir lang? Oh! Nein. Da kommen wir nicht raus, da kommen wir nicht raus, da kommen wir nicht raus, da kommen wir nicht raus. Alles klar, ich habe verstanden. Speicherkristall. Gut. Na komm. Du siehst sie doch. Ah, Lara. Und hüpf. So, aufsammeln, benimm dich, mach, was ich dir sage. Du weißt, das ist gut für dich. Das hilft uns, hier weiterzukommen. Ja, aber es hält sich bei Tomb Raider ähnlich wie bei Mario. Ich glaube, das hatte ich aber schon mal erwähnt. Ich mag da keine Wasserlevel. Aber gut, sei es drum. Ich mache an dieser Stelle wieder einen Cut, denn wir haben wieder die Stunde voll. Yay! Diesmal auch ohne abgeschnittene Folgen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Tomb Raider. Tschüss, Leute!